Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Und zwar spielen wir heute Drug Driver. Das ist heute den 27. Mai 2021. Ich soll jetzt nicht sagen neu erschienen, es ist für PC erschienen. Es gibt das Spiel mittlerweile für Konsole. Es ist so eine kleine Nachahmung von Euro Truck Simulator, ne? Ich habe da schon mal ein bisschen reingeguckt, ist ganz interessant, sieht lustig aus. Und wir werden uns das jetzt mal genauer angucken und es unter die Lupe nehmen. Für alle, die auch Bock auf das Spiel haben, bei Steam ist das gerade, könnt ihr euch besorgen. Keine Ahnung, was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube 13 Euro. Das war nicht teuer. Das war wirklich nicht teuer. Und mein Junge hatte mir gerade gesagt, nachdem ich ihm das erzählt habe, ey Papa, ey, das gibt's gratis. Ja, sag, wie gratis? Ja, auf der Switch. Und da habe ich mich schon wieder geärgert. Da habe ich mich da schon wieder so eine Halsschlagader gekriegt. Aber okay, da wollen wir nicht drüber reden. Zumindest auf der Switch ist es gratis. Wie es auf der PlayStation oder Xbox ist, weiß ich nicht. Aber auf der Switch ist es definitiv gratis, weil dieses Spiel ist auch für alle, die Bock haben auf LKW-Fahren, für Konsolen dabei. Okay, wir wollen nicht lange rumquatschen. Wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel komplett. Und dann lassen wir uns mal, sage ich jetzt einfach mal, überraschen, was uns erwartet. Also ich habe schon einmal getestet das Spiel, geblitzt wurde schon. Die KI ist auch unterwegs. Ich hatte erst Angst, dass da gar keine KI und so unterwegs ist. Und hast du nicht gesehen, aber ist alles dabei. Okay, fangen wir an. Wähle bitte deinen Charakter. Wen nehmen wir denn? Wir haben hier, wir könnten eine Frau nehmen. Dann haben wir hier den schwarzen Asiaten. Wir nehmen den weißen Deutschen, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott, hört einfach nicht hin, was ich sage. Wir nehmen den jetzt. Ja, den Charakter wählen wir aus und dann sind wir wieder im Ladebildschirm. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Onkel schreibt. Willkommen bei Truck Driver. Onkel schreibt. Dies ist eine kurze Einleitung. Wirst du lernen, wie du dein LKW steuerst. Oh mein Gott, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Okay, wir schreiben jetzt auch. Okay, wissen wir Bescheid? Muss ich Z drücken, dann schreiben wir auch. Muss ich das wirklich tun? Das wird nicht lange dauern, schreibt Onkel. Okay, das ist jetzt quasi das Tutorial, aber ich würde sagen, wir überspringen das jetzt gleich erstmal eiskalt. Geht das? Zack, wir überspringen das jetzt. Wir starten einfach jetzt rein und ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Okay, wir haben jetzt hier unser LKW. Tab Kontrollrad öffnen. Okay, Motor an, Motor aus. Tempomat. Okay, Tempomat ist auf C, Fernlicht, Abblendlicht. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ihr hört das, wir haben diese Musik im Hintergrund. Wir haben hier leider keinen Radiosender, den wir einschalten können. Vielleicht kommt das noch, ich hoffe es zumindest. Weil ständig hier irgendwelche komische Musik, das muss nicht sein, da kriege ich Kopfschmerzen. Okay, Motor nicht gestartet. Motor an. Und dann auf geht's. Onkel schreibt. Gut, jetzt sind wir im Blick auf Grundsteuerung des Fahrzeugs. Haben wir noch. Ach, jetzt bin ich doch im Tutorial. Ich habe das doch übersprungen. Rechts, links, alles okay. Habe ich hier irgendwelche anderen Ansichten noch? Okay. Das können wir wieder zumachen. Okay, ich kann mich auch so umgucken. Das ist ja cool. Ah, okay. Das ist also mein LKW. Was für eine Firma das ist, weiß ich leider nicht. No Name wahrscheinlich. No Name LKW. Aber er sieht ganz interessant aus. Okay, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen. Ansichten würde ich mal gucken. Kann ich hier andere Ansichten machen? Ah, da! So eine Außenansicht von oben. Vorne Stoßstange. Frontscheibe, sage ich jetzt einfach mal. Okay, das passt. Wir bleiben im Cockpit sitzen. In der Kabine da, das finde ich ganz interessant. Okay, wir sollen jetzt ein bisschen durch die Gegend fahren. Und zwar da hinten hin. Wollen wir mal kurz gucken hier. Seitenblick, kommt da was? Oh, hier, ey. Hab ich Vorfahrt? Wir fahren jetzt einfach. Leben am Limit. Mit Zebrastreifen geht gerade keiner. Das ist gut. Wow, wow, wow. Der beschleunigt aber. Also das ist nicht mit Euro Truck Simulator zu vergleichen. Der beschleunigt sehr schnell. Abknickende Vorfahrtsstraße. Hier fahren wir lang. Zack. Okay, Onkel schreibt. Okay, finde nun den geparkten Anhänger, befeste diesen an deinem LKW. Wow, bremsen, 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 bremsen. Das ist, denke ich mal, der geparkte Anhänger. Ah, halt an. Okay, dann müssten wir aber mal gucken, dass wir jetzt mal so eine andere Ansicht nehmen. Vielleicht von oben, dann kann ich da besser rein. Jawohl, das geht, das geht, das geht. Okay.
Ich bin jetzt nicht so der Pro-Fahrer hier. Ein Stück vor. Gerade, 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 gerade und rückwärts. Anhänger ankuppeln. Return. Okay, wir haben unseren Anhänger dran. Gut gemacht. Fahren wir mit dem Anhänger jetzt nach Westhafen. Westernhafen. Westernhafen? Westerhafen. Ach du meine Güte. Okay, dann werden wir jetzt mal einschlagen hier. Oh mein Gott. Wo war denn jetzt hier nochmal Blinker und so? Okay, das ist da. Blinkt der jetzt auch? Nee, der verändert immer nur die Ansicht. Okay, Blinker passt nicht so ganz. Dann müssen wir noch mal schauen, dass wir das nachher nochmal einstellen. Wir fahren jetzt erstmal los. Wir blinken nicht. Wir fahren einfach. So, wenn der Verkehr jetzt hier raus ist. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Oh, rum. Okay, und dann fahren wir da jetzt mal hin. Versuchen natürlich keinen Schaden zu machen. Was ist denn hier los? Stau? Oh, fängt ja schon früh an. Viel zu viele Autos wieder unterwegs. Weiter geht's. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Die Steuerung ist ein bisschen tricky. Die reagiert sehr empfindlich. Ich spiele hier mit WSAD, weil ich kein Lenkrad habe. Noch nicht. Wohlgemerkt. Okay, von rechts kommt nichts rum. Und mir fehlt auch so ein bisschen gerade der Spiegel. Ne? Wo sind denn die scheiß Spiegel? Ich habe ja gar keine Seitenspiegel. Da müssen wir gleich mal gucken, wenn wir angekommen sind, dass wir die nochmal einstellen. Weil das ist irgendwie ein bisschen doof. Da, jetzt habe ich da einen Spiegel. Okay. Ah, halt an! Und rum. Oh, Alter, ist das heftig mit der Steuerung. Ist schwer. Okay, da sind wir schon mal auf der richtigen Fahrbahn hier. Hier ist 80 erlaubt. Ich fahre 50. Fühlt sich gar nicht an wie 50. Fühlt sich an wie 100. Okay. Ich komme aus dem Weg. Okay, da oben ist auch unsere Kohle. XP. Okay, wir müssen anscheinend Fähigpunkte aufverteilen. Fähigkeitspunkte. Und unten links sehe ich das gerade. Das ist so eine Müdigkeitsanzeige. Daneben ist wohl, ich denke mal, meine LKW-Schadenssätze. Ich war hier mitten auf der Bahn, ey. Okay, jetzt müssen wir runter von der Bahn hier. Schauen wir mal. Die war gelb. Die war gelb. Fahren bei Rot. Die war gelb, die Ampel. So eine Scheiße. Fängt ja schon wieder gut an. Okay. Hier ist 50, ich fahr 60. Blitzer sieht hier nicht. Ne, keiner da. Nicht, dass hier so Blitzeranhänger gleich irgendwo stehen. Okay, mal ein Stück rüber. Da kommt wieder Gegenverkehr. Also Gegenverkehr, hier ist echt was los, du. Jetzt geht's bergab. Die Gegend ist schon echt schön gestaltet, muss man ehrlich sagen. Kette! Zieh! Also wenn jetzt einer von vorne kommt, ein Problem. Ey, das ist ein Leuchtturm rechts. Lass uns jetzt einfach rollen. Eigentlich müssen wir doch gut bergab rollen jetzt hier, oder? Ja, passt. Ein bisschen abbremsen. Das gehört nicht, dass wir hier aus der Kurve rausfliegen.
Okay. Habe ich auch eine Handbremse? Okay, Leertaste ist Handbremse quasi. Aber wir müssen jetzt hier rechts rein. Mal einen größeren Bogen nehmen. Zumindest die KI-Fahrzeuge bremsen auch, wenn ich im Weg stehe. Das ist ja bei Euro Truck Simulator ist das ja nicht der Fall. Die heizen ja einfach in dich rein. Ohne Rücksicht auf Verluste. So, und jetzt... Jetzt bin ich hier. Was soll ich jetzt machen? Da, okay, da soll ich den abstellen. Halt, halt mal, Mann. Wir halten mal an. Ich glaube, dann nehmen wir eine andere Ansicht, dass wir das besser sehen können. Ja. %90. Wir lassen das so. Okay, ich muss jetzt den Motor abschalten. Und zack, abgestellt. Mission abgeschlossen. Lass uns den nächsten Schritt gehen. Okay, mein Onkel schreibt schon wieder. So viel Kontakt hatte ich noch nie mit meinem Onkel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Geld und Erfahrung, beides um die Leistung zu steigern. In der Garage kannst du dir für Geld neue LKWs und Teile kaufen. Das ist geil, okay. Passive Eigenschaften, die freischalten, kannst du mit Erfahrungspunkten ausstudieren. Dadurch kannst du dich schneller verbessern. Okay. Schreibt. Öffne das Game-Menü und finde das Fenster für passive Eigenschaften. Lass es uns angehen. Okay, passive Eigenschaften. Escape? Nein. Ja, wo ist denn das Game-Menü für passive Eigenschaften? Passive Eigenschaften auf doch auf Escape? Fotomodus? Garage? Nein, hier ist es nicht. Das ist auch nicht. Da auch nicht. F1. Ja, Leute, wo ist denn jetzt das Menü für passive Eigenschaften? Garage? Nee, okay, Garage ist es nicht. Das sind die Einstellungen. Da komme ich auch nicht weit. Ja. Und schon haben wir das erste Problem. Beginne mit den passiven Eigenschaften Automotion fahren. Öffne das Fenster für passive Eigenschaften und verwende die Erfahrungspunkte, um Automotion Fahrer aufzurufen. Ach da, für ganz doofe steht's da sogar. Komma. Heimatland. Okay. Passiv. Und dann hier sollen wir das freischalten. Aber erstmal gucken wir hier mal durch. Hier sind die Missionen. Das ist ja gerade das. Okay, ich fahre... Ah, okay, ich kann mir die LKWs hier nach und nach freifahren, aber hier ist natürlich nichts Bekanntes jetzt dabei, ne? Das sind alles so, ich sag mal so, frei erfundene. Passiv. Okay, dann werden wir jetzt das hier upgraden. Wie befohlen vom Onkel. Und dann schreiben wir wieder mit ihm. Alles gut, und jetzt... ich sollte auftanken. Okay, bevor unser Treibstoff aufgeht, werden erst Auftrags. Das ist klar, das ist wie bei ETS. Okay. Okay, folgen wir dem Navi bis zur nächsten Tanke. Wissen wir Bescheid, machen wir. Erstmal Motor starten. Einschlagen und dann fahren wir mal hier weg. Kriege ich die Kurve? Einen sehr, sehr großen Schwenkradius hat er. Aber passt, passt. So, okay, dann gehen wir wieder auf Fahreransicht. Und dann fahren wir mal los. Zur Tanke. So, einmal rum. Oh, 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 oh. Oi, Matlat. Vorfahrt gewähren. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Dann können wir gleich weiter. Die Lenkung zu halten ist echt hart mit dem Ding. So, schauen wir mal.
Da ist die Tanke. Da ist die Tanke. Blinken machen wir nicht. Die sehen ja, wo ich lang will. Okay. Ausschalten den Wagen. Tanken. Ah, ich muss gedrückt halten. Okay. Das ist aber... Weißt du, das fehlt mir auch so ein bisschen. Bei ETS hast du jetzt hier so eine Spritanzeige. Also weißt du zumindest, was der gerade kostet. Und dann klickst du nur einmal und zack, ist die Kiste voll. Hier muss ich gedrückt halten. Ist vielleicht ganz vorteilhaft, wenn ich nicht genug Kohle habe. Okay. Aufgetankt, weiter geht's. Auf zum nächsten Auftrag. Onkel schreibt. Onkel schreibt, ganz ruhig. Du musst müde sein. Okay, jetzt muss ich auch noch hinlegen. Ja, ich bin sicher, dass ich den Chat überspringen möchte. Okay, legt eine Rastpause ein. Dann fahren wir jetzt mal los. Erstmal den Wagen wieder an. Der obligatorische Schulterblick oder in den Spiegel. Da kommt nichts. Dann fahren wir jetzt mal rüber. In die Richtung. Schulterblick beim LKW. Ja, das funktioniert nicht so ganz. Nach hinten kann ich nichts sehen. Zumindest bei dem hier. Ja. Und dann fahren wir mal. Ich bin auch mal gespannt. Also ich habe jetzt sogar schon gehört, dass das hier sogar als Handygame rauskommen soll für unterwegs. Nicht verkehrt, ne? Wenn man so mit Bus oder Bahn unterwegs ist, dann kann man zwischendurch mal so ein bisschen LKW fahren. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay, ja, 50. Ich fahre doch 50. Tempomat. Wo war nochmal Tempomat? 10, ne? Ah! Oh! Wow! Okay, wo war nochmal Tempomat? Doch, C. Ich habe doch C gedrückt. Bleibt er jetzt bei 50? Nee, nee, natürlich nicht. Also der Tempomat hat anscheinend im Tutorial keine Funktionalität. Mal gucken, wie das nachher ist. Ich weiß auch nicht, wie groß die Map ist. Also wir können da gleich mal hingucken, wenn ich am Rastplatz bin. Dann kann ich euch das mal zeigen. Das ist zurzeit so eine kleine Map. Ich weiß nicht, ob das jetzt Tutorial bedingt ist. Oder ob ich halt nach und nach jetzt immer mehr Sachen freischalte. Ne, bei ETS, du hast ja ganz Europa, wo du rumtingeln kannst. Das ist ja das Geile daran. So, einmal rein hier, Rastplatz. Und zack, LKW aus, schlafen. 4 Stunden schlafen? Jo, das sollte reichen. 4 Stunden, das ist helllichter Tag und ich muss pennen. Okay, ich bin bereit für meinen ersten Job. Ja, okay, das machen wir jetzt auch. Wir überspringen das jetzt, dieses Geschreibe da. Der Onkel schreibt nämlich echt langsam. Aber jetzt zeige ich euch nochmal kurz die Map. Und zwar, das ist zurzeit die Map. Aber hier ist ja noch Luft, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die sich noch erweitert, ob da noch mehr dazu kommt oder ob das jetzt so bleibt, ne? Das müssen wir dann herausfinden jetzt nach und nach. Das kriegen wir schon hin. Okay, wir werden jetzt losfahren zu unserem ersten Auftrag. So, Motor an. Muss ich hier nicht noch irgendwie Licht anschalten? Abblendlicht, ey. Okay, Abblendlicht ist an. Und dann fahren wir los. Zack, über den Grünstreifen rüber. Wir sind da hemmungslos. So, oh, da kommt Verkehr. Mal kurz anhalten hier. Ja, fahrt mal durch. Ei, wo kommt die denn jetzt alle her? Das gibt's ja gar nicht. Sag mal, ist hier irgendwo ein Nest? Jetzt. Meine Jüte. Okay, auf geht's. Habe ich auch eine Hupe? Nee, anscheinend hat mein LKW hat keine Hupe. Auf H vielleicht? Doch, auf H habe ich eine Hupe. Meine Güte. Okay, halten wir fest. Tempomat funktioniert noch nicht. Kann an dem Tutorial liegen? Wäre einfacher. Und einmal rum die Kiste. Also ich bin auch ganz stolz eigentlich auf mich. Ich bin bis jetzt noch nirgendwo gegengefahren. Das ist schon mal eine Menge wert. Aber ich sehe auch keine anderen LKWs. Ich sehe immer nur PKWs. Ich glaube, ich bin der einzige LKW hier in der Stadt. Ja, mir ist jetzt noch kein LKW-Kollege entgegengekommen. Okay, die sind ziemlich langsam. Ich sollte mal ein bisschen abbremsen. Nicht, dass ich dem hinten drauf fahre.
Ems! Was ist los hier? Schleichfahrt? Los! Oh. Mach hinne da! Schlaf dich ein beim Fahren. Gibt's ja wohl nicht. Scheiß Transporter. Ich hab keine Zeit. Jugend zurück. Das war ja wieder klar. Kaum fahre ich hier lang, muss 20% der Bevölkerung hinten über den Bürgerstreifen, über den Zebrastreifen. Aber der fährt nicht. Na, überholen wir kurz oder nicht? Ja, endlich. Ich dachte schon, das wird nichts mehr heute. Gut, den Transporter bin ich auch los. Rum mit der Kiste. Oh, obligatorischer Schulterblick. Halt an! Rechts kommt nichts, links auch nichts. Alter, das ist die krasse Trick. Ich sehe ja gar nicht das Fenster. So, und da müssen wir hin. Hier ist unser erster Auftrag. Mission abgeschlossen. Okay, ich bin jetzt schon bereit, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist schon mal gut. Ich vermute mal da hinten dieses Symbol, da muss ich dann hinfahren. Und dann kriege ich einen Auftrag. Ich habe auch gleich eine Errungenschaft freigeschaltet. Hat sich jetzt hier was verändert auf der Map? Nee, die ist immer noch ein bisschen klein. Ne? Mal schauen. Mal schauen. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in Westerhafen. Aber, meine Freunde, wir beenden jetzt die Folge hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Haut mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Spiel so haltet. Würde mich interessieren. Nicht vergessen, das Spiel ist bis zurzeit kostenlos. Auf der Konsole, also auf der Switch, definitiv, wie es bei der PlayStation 5 und Xbox ist, weiß ich leider nicht, ne? Ich werde mir das jetzt nochmal ein bisschen angucken. Wie ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, was hier los ist, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Haut rein, Mädels, bis zum nächsten Mal.